Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch jetzt meine Premium-Bestellung zeigen. Ja, meine Premium-Bestellung. Ich hatte eine Party-Auflösung mit einem Umsatz rund um 1000 Euro. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, was ich mir da kostenlos geholt habe. Bei mir ist es ja immer so. Ich mache dann ja immer für meine Kunden Sammelbestellungen, für die, die keinen eigenen Shopping-Link haben wollen. Für alle, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte meine eigenen Prämien, dann zahlt sich natürlich ein Shopping-Link immer aus, weil ihr könnt da eben die eure Prämien sammeln oder beziehungsweise eure Umsätze sammeln, bekommt dann diese Prämien und dieser Shopping-Link kann bis zu 90 Tage lang laufen. Also man hat wirklich Zeit, sich diese Punkte zu sammeln, und sollte sich da auf diesen Shopping-Link auch nichts oder zu wenig ansammeln, dann verfällt der einfach, da passiert euch nichts, ihr werdet nicht gezwungen, irgendwas zu kaufen. Nur damit ihr das wisst. Und ich habe mir jetzt schöne Sachen geholt. Ich habe die Packung nur schon aufgemacht, und zwar habe ich da eben auch eine Sammelbestellung von einer Kundin mitgehabt. Die hatte sich gestern dann abgeholt, deswegen musste ich die Schachtel schon öffnen. Und jetzt werde ich euch, also eines fehlt, ich habe nämlich ganz ein tolles Geschenk bekommen. Ich habe einen Diffuserschirm geschenkt bekommen und habe mir jetzt diesen Diffuser-Unterteil um den halben Preis geholt. Also da habe ich dann zwei Halbpreisprämien dafür genommen und habe mir den um den halben Preis geholt, also um 60 Euro. Und ein paar Sachen sind noch dabei. Also ich habe mir was Schönes geholt, was ich bei einer Kundin gesehen habe. Die hat eine Bestellung gemacht, die hat das hier nach Hause gekriegt und mir hat das so gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, ich muss das holen. Das ist die Rejoice-Lampe. Die packe ich jetzt mit euch aus. Das ist diese Krippe auf dieser schönen weißen Porzellanlampe als Wandsteckdose habe ich mir die geholt, weil ich habe ja einen Tischaufsatz, da kann ich mich dann noch entscheiden, wo ich den hinstelle, aber die schaut so wunderschön aus, mit dieser Krippe so edel und ja, einfach wunderschön. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz eine tolle Küchenlampe, die wird in meine Küche wandern. Jetzt in der Weihnachtszeit, da habe ich jetzt aktuell noch meine erste Lampe, die ich bei Sensi gekauft habe, wie heißt die jetzt? Dream it, live it, love it. Dream it, live it, love it, so irgendwie. Auf jeden Fall mit so einem positiven Spruch, die ist jetzt in meiner Küche als Wandsteckdose drinnen. Und da möchte ich mir eben jetzt diese wunderschöne Krippe dann hineingeben für die Adventszeit. Eine Krippe gehört halt für uns dazu, wenn man Weihnachten feiert, muss da auch irgendwie eine Krippe sein. Die gibt es dann bei uns auch unter dem Weihnachtsbaum, aber so hat man die auch schon so dekoriert. Finde ich sehr schön, dazu habe ich den passenden Wandsteckdosenaufsatz. Da können wir noch eben mit meinen Füßen immer drauf sitzen und dann gebe ich. Dann habe ich mir zweimal kostenlos geholt, also diese Lampe habe ich mir zu einem halben Preis geholt. Auch diesen Diffuser-Unterteil, den kriege ich erst. Das habe ich mir dann gratis geholt. Einmal habe ich noch ergattert, ich habe gerade heute gesehen, die ist ausverkauft, aber ich habe sie noch bekommen. Einmal Handcreme in Winterberry Apple Tea und einmal in Cashmere und Corduroy. Diese Düfte mag ich ja beide sehr gern. Cashmere und Corduroy ist halt so was Sinnliches, Parfümiges, was Schönes, Edles. Und Winterberry Apple Tea auf jeden Fall jetzt die passende Creme für die Vorweihnachtszeit. Ich habe, das steht da hinten, die Jewel Pomegranate jetzt gehabt. Die ist jetzt leer und jetzt passt es. Die wird jetzt von Winterberry Apple Tea abgelöst. Und meine Fluffy Fleece Handcreme, die steht immer neben dem Bett. Das ist so mein letztes Ritual, dass ich mir da nur die Hände eincreme oder oft auch sogar die Füße. Wenn ich da noch Lust habe, dann steht man immer auf, dann ist das recht praktisch, dann hat man das auch erledigt. Dann habe ich mir kostenlos geholt ein 6er Set. Jawohl, Entschuldigung, jetzt habe ich es mit dem Zählen gehabt. Ein 6er Set
Spaß, weil jetzt stehen die nächsten Partys bei uns an und da kriegen meine Gastgeberinnen kriegen ja immer so Geschenke. Jetzt habe ich ja auch den Duft des Monats mir schon geholt, also der Duft des Monats ist jetzt auch da, der ist auch bereit zum Verschenken und da gibt es dann eben ja immer so Goodies und da freue ich mich dann immer. Und das wollte ich ja auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sammelbestellungen habe von meinen Kunden, da nutze ich dann auch die Prämien, die ich erhalte, die teile ich dann auch tatsächlich immer mit meinen Kunden auf und die kriegen dann so große Duftproben, wo sie wirklich das benutzen können für die Lampe oder ja, einfach halt immer wieder irgendwie was Neues, so als Dankeschön für die Bestellung. Und da habe ich mir zweimal mitgenommen, natürlich Winterberry Apple Tea. Winterberry Apple Tea darf jetzt einfach in der Vorweihnachtszeit nicht fehlen. Dann habe ich mir noch einmal gegriffen Falling Apples. Das ist ein so wunderschöner Apfelduft. Ich liebe ja auch den Apple Pickin, den hat es in der Schatztruhe gegeben. Aber ich glaube, den gibt es jetzt seit dem Flash Sale nicht mehr, wenn ich mich täusche. Ich glaube, der ist jetzt ausverkauft. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt noch einmal Falling Apples kostenlos mit. Dann habe ich mir noch einmal geholt, das ist fast leer, das ist das Red Berry and Spruce aus der Scent of Season Collection, also Düfte der Saison. Dann habe ich mir geholt zum Probieren, hatte ich noch nie, ich habe überhaupt gar keine zitrischen Düfte. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss das jetzt einfach einmal austesten und ausprobieren. Eiszitrus, ich zeige das immer falsch, Eiszitrus aus der eben zitrischen Abteilung. Muss ich unbedingt ausprobieren und nachdem ich schon sehr viel davon gehört habe, auch von anderen Beraterinnen, wollte ich das unbedingt einmal austesten. Das mache ich jetzt mit euch auf. Das ist Arctic Kiss. Mmh, ja, riecht gut. So richtig frisch, winterlich, kühl, eisig. Bin ich sehr, sehr gespannt. Hat aber für mich sogar was von frischer Wäsche. Ja, das hat auch was von einer schönen, frischen Wäsche, bin ich schon sehr gespannt. Dann habe ich mir auch cool, auch gratis, drei Duftblumen, da habe ich das Dreier-Set mit den Duftblumen genommen. Und zwar habe ich mir da einmal aus der Winterkollektion oder Feiertagskollektion, das möchte ich ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt aktuell meine Duftblume endlich geöffnet im WC mit Winterberry Apple Tea, weil ich den Duft einfach sehr lieb. Jetzt kommt die Vorweihnachtszeit, jetzt passt es dann und die halten ja so lange. Also die halten ja sowieso bis ins neue Jahr, hat man da was davon. Und wir haben ja zwei WCs, eins im ersten Stock und eins eben herum bei uns. Und da kriegt jedes WC jetzt einen schönen winterlichen Duft. Also habe ich mir da Cranberry Orange Cider. Den Duft habe ich nämlich auch sehr, sehr gerne eben für die zweite Toilette geholt. Und dann habe ich mir zwei Düfte mitgenommen. Cozy Cardigan, weil ich ja weiß, dass diese Winterduftblumen jetzt relativ lange anhalten werden bis ins neue Jahr. Dann habe ich mir schon neutralere Düfte wieder fürs Frühjahr sozusagen bestellt, weil die halten wirklich sehr, sehr lange. Ist im Übrigen ein absolut schönes Weihnachtsgeschenk, wenn man das vielleicht noch mit einem Tee oder mit einer Handcreme dazu stellt, euch das einmal vor und das packt ihr so schön in ein Zellophan ein und vielleicht noch so ein bisschen künstlichen Schnee oder Watte herumlegen. Schaut doch total süß aus, da freut sich sicher jeder und jeder, der dieses Ding, also ob das jetzt die Handcreme ist oder ob das die Duftblumen sind, jeder wird an euch denken, wenn er das benutzt. Weil das eben wirklich was Bleibendes ist, etwas, was man länger hat. Und die dritte Duftblume habe ich mir diesmal in Luna mitgenommen, weil ich das einmal austesten möchte. Ich mag Luna sehr gerne. Ist für mich als Bar definitiv viel zu leicht. Also der Duft ist super, aber einfach viel zu leicht. Aber deswegen möchte ich das in meiner Toilette. Also ich habe die Duftblumen hauptsächlich in der Toilette. Das sind halt die kleinsten Räume und da sind diese Düfte angenehm intensiv. Und das bleibt auch so. Also da möchte ich das einmal ausprobieren, eben auch dann schon für nach der Weihnachtszeit. Und dann habe ich mir ein Schätzchen gegönnt, auch zum halben Preis eben mir gedacht, weil ja jetzt meine ganzen Partys starten und ich habe ja alles Duftlampen, die leuchten, also mit den Glühbirnen.
Und dann wollte ich mir wirklich einmal einen Warmer kaufen. Ich habe mir jetzt ja auch aus dem Flash Sale diesen schönen Nikolaus- oder Weihnachtsmann da gegriffen, den es gab für 25,80, glaube ich. Ich glaube, 25,80 habe ich für diesen Weihnachtsmann gezahlt. Das ist wirklich nichts. Nichts ist das für so einen großen, jetzt ist vielleicht im letzten Video gesehen, für so einen großen Weihnachtsmann. Das ist eben auch ein Warmer. Und ich finde, dass diese Warmer sich halt vor allem gerade für die Tageszeit sehr, sehr gut lohnen, weil die ja auch eine niedrigere Wattzahl haben. Und ich bin jetzt bei der neuen Lampe auch gespannt. Zeigt der mir da an, wie viel Watt das hat? Nein, da steht es nicht drinnen. Da drauf muss ich an der Lampe schauen, weil dieser Weihnachtsmann hat nämlich nur 8 Watt Stromverbrauch. Und das ist dann auch für alle interessant, die jetzt bei den hohen Strompreisen sich vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich kann euch zwar beruhigen, wenn man da jetzt mit 20 Lampen im Haus hat und die vielleicht mit 40 Watt, die höchste Wattstärke, was wir haben, und dann noch 10 Stunden laufen, dann wird sich das jetzt wahrscheinlich nicht so viel ins Gewicht fallen. Aber wer dann sparen möchte und sagt, ich brauche ja tagsüber auch kein Licht, das war eben auch meine Intention, dass ich gesagt habe, tagsüber müssen die ja nicht leuchten, da will ich einfach nur diesen tollen Duft haben. Deswegen habe ich mir diese Little Garden jetzt geholt, weil ich habe das auch schon bei einer Teamkollegin von uns gesehen und das finde ich sehr, sehr nett. Die kann man ja je nach Saison auch selbst dekorieren. Weil ihr bekommt das eben so, diese Little Garden, das ist eben so ein Aufsatz, das Kabel ist ja extra dabei. Das ist so in der Art eine Schale, wo da oben eben diese Heizplatte ist, die ist auch markiert. Und dafür hat man dann auch, da gibt es dann die Steine, die man hineinlegen kann. Und dann auch sehr schön, wird das schon sehen. Ja, ich zeige euch das jetzt in der Kamera. Also ihr kennt es ja vielleicht, ich habe auch schon oft so kleine Töpfchen mit so künstlichen Sukkulenten gekauft. Und die schauen nicht immer sehr echt aus. Also sie sind nicht immer sehr hochwertig, wo man wirklich schon von Weitem sieht, das ist irgendein Plastikgrafel. Entschuldigung, so sagt man bei uns am Plastikmüll. Oh Gott, ihr versteht es mir wahrscheinlich gar nicht. Und das sind die Sukkulenten, die da drin sind. Vielleicht seht ihr das. Die sind wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Also das sieht man, wenn man die von der Weite anschaut. Natürlich, wenn man die angreift, merkt man das schon. Aber wenn man die von der Weite anschaut, sieht man das jetzt nicht auf den ersten Blick. Das ist irgendwas Künstliches. Also normal kommen da ja dann die Steine hinein. Ich werde das jetzt gar nicht machen, weil diese Lampe möchte ich dann gleich weihnachtlich dekorieren. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich habe nämlich zum Beispiel, ich glaube, noch so einen weißen Kies, den ich dann da einfüllen kann, der aus dann so ein bisschen wie der Schnee sein wird, vielleicht ein bisschen Watte drüber gelegt und dann finde ich sicher irgendwelche schönen Figuren. Ich habe mir auch einiges gekauft für meine Adventkalender, wo es so dazu gibt, dass einfach schön dekoriert ist. Oder vielleicht so kleine, es gibt ja diese mini kleinen Weihnachtskugeln, dann kann man die so ein bisschen, oder auch diese kleinen Bäumchen, kennt ihr die? Die schauen so nett aus, so kleine Tannenbäumchen, die kann man dann auch da hineinstellen. Und dann kann man sich das, da passt eben, dann finde ich auch, diese Lampe hat nämlich ein gefrostetes Glas als Duftschälchen. Das stellt man dann da oben drauf und dann schmilzt euch der Wachs in dieser Schale drinnen und ihr könnt es eben schön winterlich, weihnachtlich oder eben dann auch für Ostern im Ostern-Style dekorieren und könnt diese Lampe wirklich immer in eure Deko wunderschön einbauen und da könnt ihr euch wirklich ohne schlechten Gewissen tagsüber, jetzt schauen wir das gleich, tagsüber dann auch eingeschalten haben, weil einfach der Stromverbrauch auch geringer ist. Und wo steht das jetzt? Die hat 10 Watt. Okay, also der Weihnachtsmann hatte 8 Watt, die hat jetzt 10 Watt, ist aber immer noch weniger als wie die kleinste Lampe, die wir haben. Und das ist ja doch eine Lampe in Originalgröße, also das Schälchen auch etwas größer und flacher.
Und das finde ich persönlich, habe schon gemerkt, also das ist halt so mein Gefühl, ob das jetzt wirklich so ist, kann ich euch nicht sagen, aber desto größer und flacher die Schälchen sind, desto mehr entwickelt sich der Duft, weil da ja mehr Platz ist, wo sich das entfalten kann, wo das dann entweicht. Jetzt habe ich schon wieder da hineingeschaut, weil ja, es tut mir leid. Ich schaue halt oft einmal auf die Zeit oder auf das, was ich euch zeige, schaue ich sehr unfreundlich, gell? Auf jeden Fall, die habe ich mir auch zum halben Preis geholt. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel die gekostet hat, aber auf jeden Fall minus 50%. Und da habe ich jetzt wirklich mir schon wunderschöne Lampen geholt. Die habe ich ja auch schon in meinem letzten Video, das ich gerade abgedreht habe, deswegen schaue ich gleich aus. Die Duftlampe des Monats Dezember gezeigt. Die ist auch wunderschön mit dieser Laterne, dieses Vintage, ein bisschen passend zu den Weihnachtsbäumen mit diesem gefrosteten Glas, wunderschön. Und eben jetzt diese Lampe, die wollte ich unbedingt haben, weil ich das eben bei einer lieben Teamkollegin gesehen habe, die hat das dann so herbstlich dekoriert und es hat mir so gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist ja auch nicht blöd, weil das ist dann eine Lampe, die man sich kauft oder halt in dem Moment ein Warmer, den man dann in jede Jahreszeit schön mit einfließen lassen kann und immer wieder verwandeln kann. Und die haben mir denn durch eben meine Sammelbestellungen, durch meinen Party-Link zum halben Preis geholt. Also wenn ihr das auch wollt, meldet euch bei mir. Wie gesagt, ihr könnt nicht verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Denn wenn dann euer Umsatz, also wenn dann nicht genug drauf ist, dann verfällt es einfach, euch passiert nichts, dann müsst ihr nichts kaufen, ihr müsst nichts bezahlen, aber ihr habt die Chance, wenn ihr diese Umsätze sammelt, bis zu 90 Tage, dass ihr euch dann eben ein Produkt oder mehrere Produkte zum halben Preis holen könnt. Und ja, bei mir gibt es auch immer, wer bei mir Partys veranstaltet oder Party-Links macht, gibt es auch immer wieder Specials. Da könnt ihr mich sehr gerne anfragen, wenn ihr das möchtet. Dann kann ich euch da persönlich darüber aufklären. Ihr habt auch die Möglichkeit für eine Taschenparty. Da backe ich euch dann alles ein, was ihr so ausprobieren könnt. Das sind dann Reiniger dabei, Bodyprodukte dabei, natürlich die ganze Dufttasche mit über 80 Düften, mit den saisonalen Düften an Proben, was ich da habe. Eine Lampe ist mit dabei, ein Ventilator, Bots, ihr könnt das alles unverbindlich ausprobieren. Da könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren, ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Unten in der Infobox findet ihr noch was. Schaut's rein. Tschüss!